Das Beste ist für mich ja immer, wenn ich das Wachs abkratze und es dann zähflüssig goldgelb duftend rausläuft. Die Sachen, die am meisten ins Volk kommen, sind Nektar und Pollen. Nektar produzieren die Blumen, um die Bienen anzulocken, damit sie bestäubt werden. Und den Pollen, den sammeln die Bienen dann auch noch und bringen das dann beides in den Stock und geben das der Honigmacherbiene. Wir nennen die jetzt einfach mal so. Eigentlich ist das eine Arbeiterbiene, die sich gerade in ihrem Lebensabschnitt darauf spezialisiert hat, die Sachen, die von außen ins Volk zu kommen, zu verarbeiten, wie den Nektar in Honig oder den Pollen in Bienenbrot. Das ist zum Beispiel das, was die Larven kriegen. Das ist so ein Gemisch aus Nektar und Pollen. Der Nektar ist ja wie verdünnter Honig. Und wenn die Bienen den jetzt einfach in ihre Waben ablagern würden, dann würde der total schnell schlecht werden und gären. Dann hätten die wie so einen Honigwein. Und das wollen die ja nicht, weil dann würden die Winter nicht sich von Honig ernähren, sondern von Wein und werden die ganze Zeit besoffen. Deswegen trocknen die den und dann wird er so zähflüssig, wie ihr den Honig halt kennt. Und dann ist er über Jahrzehnte haltbar. So ein Bienenvolk produziert im Jahr über 100 Kilo Honig, manche sogar 200 Kilo. Und der Imker kann sich da einen Teil von abnehmen, weil die Bienen gar nicht so viel brauchen, um über den Winter zu kommen. Das Ding ist halt jetzt so, die meisten Imker wollen halt alles haben und nehmen den Bienen halt so gut wie alles an Honig weg und füttern ihnen dann Zuckerwasser. Und dann überwintern die Bienen nicht auf ihrem eigenen Honig, was gesund für sie wäre, weil das sind ja total viele verschiedene Pflanzen und Kräuter, sondern mit Zuckerwasser, was eine Pflanze ist. Und deswegen gibt es auch mittlerweile ziemlich viele Krankheiten, die die Bienen im Winter kriegen. Manchmal, wenn die Sammlerbienen so viel Nektar nach Hause bringen, dass sie gleich wieder los wollen, dann kommen die Honigmacherbienen aus dem Stock raus und die übergeben sich den Nektar direkt am Eingang. Also die Biene krabbelt gar nicht erst rein, sondern es geht gleich am Eingang. Und wenn dann drinnen alles voll ist, das kann nämlich auch vorkommen, dass dann wirklich alle Vorräte aufgefüllt sind, dann muss erweitert werden, dann braucht es mehr Platz. Und das macht auch ein richtig cooler Dude. Und um den geht's im nächsten Clip.